Guten Morgen, meine Lieben. Oh mein Gott, die ungeschminkte Wahrheit. Ich habe mich gerade spontan dazu entschieden, dieses Video abzudrehen. Ich mache mich nämlich jetzt ready. Und ja, da habe ich gedacht, passt es ganz gut. Dann quatsche ich eine Runde mit euch. Ich bin ziemlich fertig, wie man sehen kann. Eine schlaflose Nacht liegt hinter mir. Eine anstrengende Nacht, denn für alle, die mich nicht kennen, hier ist ein Baby drin. Wahrscheinlich nur noch ein paar Tage. Und deshalb wird es natürlich ein bisschen anstrengender. Also gut, ich mache mich fertig mit euch. Ich quatsche eine Runde und ja, wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Primer habe ich schon aufgetragen, meinen liebsten Professional. Den kennt ihr ja schon von mir. Ansonsten trage ich mir jetzt meine Foundation auf von Thoties. Die habe ich euch die Tage auch auf Instagram gezeigt, diese Glowing Hydrating Foundation. Ich liebe die so, so sehr, wie man hier auch unschwer erkennen kann. Ich habe die leer gemacht und das bedeutet schon was, ne? Wenn man eine Foundation komplett leer macht, wo man doch eigentlich ganz viele verschiedene testet. Ich mag die super gerne und die trage ich mir jetzt einfach mal auf. Ach, da hat mich übrigens auch auf Insta viele gefragt, welche Farbnuance ich denn habe. Und zwar habe ich die Beige Rose BR40. Als nächstes trage ich mir mal Concealer auf, ne, damit die Augenringe ein wenig verschwinden. Keine Ahnung, ob ich das schaffen werde. Oh Mann, ich bin so müde. Es ist schon etwas beschwerlicher, ne? Mit so einem großen Bauch. Da braucht man wirklich die richtige Position. Das ist nicht so einfach. Sorry übrigens, dass ich die ganze Zeit da so runterschaue. Ich muss das mal so machen. Ohne Brille ist es ein bisschen schwierig für mich. Ich gehe übrigens auch immer so ein bisschen aufs Augenlid. Wegen der roten Äderchen. Dann fixiere ich mir das Ganze mit meinem Banana-Powder von meiner Freundin Tara. Die hat ja was Neues rausgebracht. Also der absolute Wahnsinn. Wir haben das schon eine ganze Weile gewusst. Tara hatte uns davon erzählt. Und wir haben uns natürlich alle so, so riesig für sie mitgefreut und waren super gespannt auf die Produkte. Das hier ist eins meiner liebsten Produkte aus ihrer Kollektion. Das Puder ist einfach der absolute Wahnsinn. Wirklich, das ist so samtweich. Das ist wie so ein Weichzeichner auf der Haut. Der absolute Wahnsinn. Ich trage mir das hier jetzt mit ihrem Sponge auf. Ich mache das jetzt mal so. Und zwar sette ich den Concealer jetzt mal hier. So. Eine Art Bacon. Das war jetzt ein bisschen viel, ne? Aber das Überschüssige fege ich dann einfach weg. Das zieht jetzt so ein bisschen ein. Und wie gesagt, das ist eines meiner liebsten Produkte von der Tara. Ihr habt so ein schönes Gefühl quasi und es hält mich auch die ganze Zeit matt, ne? Es kriecht auch nicht in die Fältchen rein, also richtig, richtig mega. Dann zeige ich euch mal die Lidschattenpalette in der Zwischenzeit. Schaut euch mal bitte das Packaging an. Eine Alltagspalette, wie ich finde. Ihr wolltet ja ein Video sehen zu meinem Alltags-Make-up. Aber wenn man die Farben aufbaut, kann man das genauso gut auch für abends verwenden. Also die ist wirklich vielseitig einsetzbar. Kann man auch schnell mal in die Handtasche quasi packen für unterwegs. Wenn man auf Reisen ist, hat man nichts Großes dabei. Finde ich richtig, richtig schön und sehr gelungen wirklich. Also alle Farben gefallen mir total gut. Jetzt mache ich gerade mal das Banana-Powder wieder weg. So. Und dann verwende ich meinen Blush. Auch wieder von Benefit. Meinen Rockateur. Der riecht so, so gut. Oh mein Gott. In der Palette habt ihr übrigens auch einen schönen Farbton. Den könntet ihr auch als Blush verwenden. Das wäre jetzt auch kein Problem. Und zwar diesen hier. Und dann mache ich mal weiter mit ein bisschen Bronzer. Jetzt hier von L'Oreal. Vorhin habe ich übrigens den Concealer von L'Oreal verwendet. Ich versuche euch mal alles unten in die Infobox zu verlinken. Der Pinsel hier, der ist auch von der Tara. Und sie hat hier in ihrem Täschchen mehrere Pinsel gehabt. Ich finde das so, so süß, weil sie quasi an ihre Geschwister gedacht hat.
was die Zahl hinten betrifft. Also das sind die Geburtsdaten von ihrer Mama, von ihrem Papa und auch die anderen Augenprodukte. Also da steckt so viel Herzblut drin, ne? So wie ich die Tara kenne. Also sie hat da nächtelang dran gesessen, tagelang, monatelang wirklich sich den Kopf zerbrochen, um da richtig, richtig schöne, hochwertige Produkte rauszubekommen. Und das ist ihr definitiv gelungen. Das ist zum Beispiel das Täschchen. Das ist jetzt für die Klinik. Hatte ich euch auch auf Instagram gezeigt. Da sind so ein paar Sachen drin, die ich eben mit in die Klinik nehmen möchte, falls ich mich dann dort schminke oder halt ein bisschen, ja, das Gesicht frisch machen möchte nach so einer Geburt. Genau, ja. Und das fand ich halt auch herzallerliebst, dass die Tara da so richtig schöne Namen auch jetzt hier zum Beispiel von den Lidschatten sich ausgedacht hat. Ne? Coachella zum Beispiel ist der Highlighter, weil sie da eine richtig coole Zeit hatte beim Coachella Festival und Daddy ist dabei und Heaven. Also das hat halt alles so eine Geschichte. Und wir als ihre Freundinnen kennen halt diese Geschichte, die dahinter steckt. Und das ist halt total schön, weil es so herzlich ist und ja, mit Emotionen eben zusammenhängt. Ich finde das sowieso, so ein Phänomen heutzutage, dass wirklich das nicht mehr selbstverständlich ist, sich für andere mitzufreuen oder dass viele das irgendwie nicht schaffen. Also durch dieses ganze Social Media ist mir das eben extrem aufgefallen. Wartet mal, ich konturiere mal eben, dann bin ich gleich wieder da. So, meine Haare verabschieden sich auch in alle möglichen Himmelsrichtungen. Sorry dafür. Ich mache mir die gleich auf, dann sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Jedenfalls neutralisiere ich jetzt erstmal mein Augenlid noch mit dem hellsten Lidschatten hier aus der Palette. Und ja, wie gesagt, das ist so ein Phänomen. Ich weiß nicht, durch dieses ganze Social Media, jetzt bekommt man natürlich auch viel mehr mit, wie andere so ticken und wie andere denken. Ja, dass dieser Neidfaktor wirklich extrem hoch ist und dass man zum Teil auch wirklich so böse Nachrichten bekommt, zum Thema, dass man sich auch nicht mit einem anderen mitfreuen kann. Also jetzt bei unserer Freundin Tara ist es ja ganz klar, dass wir uns total von Herzen mitfreuen. Also wir hatten alle so Glücksgefühle, als wir die Tara dann das erste Mal, also Taras Produkte quasi das erste Mal bei DM entdeckt haben. Und es war so ein Gefühl, als hätte man das selbst irgendwie rausgebracht, weil man da so stolz ist einfach auf die Freundin. Und das ist halt einfach unglaublich schön. Ich frage mich dann immer, warum das manche Menschen nicht schaffen, sich mit anderen mitzufreuen. Ne? Ich hatte jetzt zum Beispiel eine Situation auf Insta. Da durfte ich ja das Tablet von Medion verlosen. Und in den Teilnahmebedingungen war das eben so, dass man das letzte Video kommentieren sollte. Also mein letztes Video, was ich auch verlinkt habe. Also total einfach. Man musste nur mit einem Swipe-Up quasi hochwischen, das Video kommentieren, ne? Und dann hat mir einer so, so böse geschrieben, so richtig böse, weil der mir auf Insta eben einen Kommentar hinterlassen hatte und dann habe ich höflich zurückgeschrieben, dass er doch bitte mein letztes Video kommentieren soll. Wie gesagt, Link dabei, Swipe Up und so weiter, ne? Und dann hat der sich aufgeregt, der wurde so, so ausfällig, so unter der Gürtellinie, so was Böses, wirklich. Kennt ihr diesen Emoji, der so die Augen aufreißt? Den habe ich ihm dann geschickt, so, hör, ich habe es doch total nett erklärt, ne, was er bitte dafür tun soll. Und ja, dann kam nur zurück von wegen, ja, wie kann man nur so hochnäsig sein und dann auch noch einen Kommentar verlangen. Dann habe ich mal geschaut, der hatte mich nicht mal abonniert. Und da war ich schon echt enttäuscht, weil ich mir so gedacht habe, hä? Also manchmal habe ich das Gefühl, die Leute verlieren so ein bisschen den Bezug zur Realität, weil natürlich ist jetzt viel los, gerade zu Weihnachten, ne? Da gibt es halt unglaublich viele Verlosungen und da, wie gesagt, da ist halt viel los und es ist ja auch in Ordnung, aber ich fand es jetzt nicht zu viel verlangt, ne? Und dann so ausfällig zu werden, also das fand ich echt nicht in Ordnung, wo ich mir gedacht habe, ich habe durch die ganze Arbeit damit, ich muss es dann einpacken, ich muss zur Post damit fahren, ich muss erstmal auslosen, ich zahle das Porto.
Ich mache das natürlich alles wahnsinnig gerne, das soll ja kein Vorwurf sein, um Gottes Willen, ne? Aber wie kann man denn so böse dann schreiben? Also das war so ein Beispiel, wo ich mir gedacht habe, hä, also was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt runtergefallen? Ne? Also das fand ich echt nicht in Ordnung. Und das erlebe ich halt immer wieder, dass man halt böse Dinge ja, beschrieben bekommt, ne? Und sich dann halt wundert, weil man es ja gut meint. Aber gut, das ist halt jetzt nun mal heutzutage die Realität. Ich quatsch und quatsch, ne? Ich muss mich mal weiter schminken, weil sonst wird das Video zu lang. So, reden und schminken ist immer ein bisschen schwierig. Also gut, ich habe mir jetzt noch einen Lidstrich gezogen hier mit meinem LOV Eyeliner Pen. Hatte ich euch auch schon davon erzählt. Mascara, meine Liebste von L'Oreal, die 4/ Superstar X-Fiber Mascara mit den zwei Phasen. Und ansonsten habe ich mir noch ein ganz, ganz bisschen von Taras Liquid Eyeshadow drauf gemacht. Das ist mein Liebster. Und zwar nennt der sich Lara, eben eine ihrer Schwestern. Hier haben wir noch die Lana und hier haben wir eben den Eyeshadow, Liquid Eyeshadow noch als Tara-Version. Und jetzt mache ich mir noch ein bisschen Lipgloss drauf. Der nennt sich Coco. Und das war das Paketchen eben von der Tara. Sie hat auch noch in Zusammenarbeit mit Adele 4/ Lashes rausgebracht. So sieht das aus. Ich dachte original, sie steht neben mir, als ich das aufgemacht habe, weil es so, so gut gerochen hat, eben nach Tara. Und ja, wir sind wirklich unglaublich stolz. Und feiern natürlich die Produkte, weil wir sie auch wirklich richtig gut finden. Also, wenn irgendwas nicht so toll gewesen wäre, hätten wir es ihr mit Sicherheit gesagt, denn das macht eine Freundschaft natürlich auch aus, dass man ehrlich miteinander ist. Ja, wie schön sie ist, ne? Unglaublich schöne Frau. Und nicht nur schön von außen, sondern das Allerwichtigste, dass sie von innen strahlt. Aber ihr kennt die Tara ja alle. Also gut, dann mache ich mir jetzt mal meine Haare noch schnell auf. So, meine Haare werden jetzt auch nicht mehr viel besser, glaube ich, heute. Und mit der Müdigkeit im Gesicht auch nicht. Das ist jetzt also mein Alltags-Make-up. Heute mal ein bisschen mehr auf die Augen. Ich habe gleich noch einen Frauenarzttermin. Ich habe euch ja gesagt, dass es jeden Moment soweit sein könnte. Und es ist normal, dass man dann eben einmal die Woche zur Ärztin geht und das Ganze kontrollieren lässt. Ich hoffe, dass euch dieses kleine Video gefallen hat, dieses spontane Video. Vielleicht musstet ihr ja bügeln oder euch die Fingernägel lackieren. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ich euch ein bisschen unterhalten habe. Ansonsten freue ich mich wahnsinnig über euer Feedback. Zum einen natürlich zu den Produkten von unserem Schatz Tara und zum anderen, ja, würde mich mal interessieren, wie ihr das Ganze seht, also so dieses Negative, auch wenn man rausgeht und einfach merkt, dass die Menschen so gestresst sind und ja, kein Lächeln mehr im Gesicht haben. Also Gott sei Dank, wirklich Gott sei Dank, sind ja die wenigsten so. Also die Mehrzahl ist ja positiv und da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Aber mich beschäftigt sowas dann halt immer und da mache ich mir viele Gedanken. Auch jetzt vor ein paar Tagen habe ich meiner Freundin den Adventskalender gebracht. Die arbeitet bei Aldi an der Kasse war sie und wir waren nicht mal 20 Sekunden da drin, mein Mann und ich. Wir haben die Kartons überreicht, haben gerade mal so Hallo gesagt und sind auch sofort gegangen. Also da war keine Kommunikation, einfach weil viel los war. Und sie hat mir dann im Nachhinein noch erzählt, dass sich einer total aufgeregt hat und voll gestresst war und total böse mit ihr. Also das konnte ich überhaupt nicht verstehen. Also ja, wenn ich jetzt privat mit ihr ewig lang noch geredet hätte, könnte ich es vielleicht verstehen, aber das haben wir ja nicht. Logischerweise macht man ja auch nicht. Aber ja, das sind so Beispiele, weiß nicht, das finde ich halt einfach nicht schön. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also ich kenne dieses Gefühl nicht. Ich weiß noch, wie heute, meine Freundin hat auch gebaut. Da hatten wir noch gar nicht gebaut und bei der stand der Kran, der erste Tag. Und ich bin vorbeigefahren am Grundstück und dachte mir noch so, oh mein Gott, es geht los. Und hat so Tränen in den Augen, weil ich mich so für sie mitgefreut habe.
Und also jetzt so als kleines Beispiel, ne, dass ich mich einfach immer für andere auch mitfreuen kann. Und ich finde, das ist enorm wichtig im Leben, dass man nicht auf andere böse schaut. Zum einen natürlich aus dem eigenen Leben nur das Beste zu machen und ja, nicht so böse durch die Welt zu laufen, ne? Weil das macht ja auch keinen Spaß. Weiß nicht, das finde ich halt einfach nicht schön. Ja, okay, lang genug geratscht. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mal schauen, ob mit oder ohne Bauch. Wir werden es sehen. Also, macht's gut. Tschüss. Ach, und übrigens, falls ihr es schnarchen gehört habt, die Bella liegt da und schläft und schnarcht.